großen Kahn der fröhlichen kleinen Leute lernten wir Steffen, Jana, Enrico, Jens und Mike aus dem Kohle- und Energiebezirk Cottbus kennen. Gespannt sind sie auf die kommenden Tage. Hier ist Bad Schandau. Hier ist Bad Schandau und hier ist Gorisch. Die ersten Stunden und Kilometer hafteten wir uns an die Fersen der fünf Spremberger. Außer guter Laune, festen Schuhen für den Friedensmarsch in Richtung Dresden, hatten die Delegierten aus Cottbus eine Menge guter Taten im Gepäck, über die sie auf dem Eröffnungsappell ihren Gastgebern berichteten. Den erfolgreichen Sturm der Festung Königstein feierten die Spremberger gemeinsam mit Weggefährten aus der Sowjetunion und der Volksrepublik Polen. Steffen hat sich auf die verschiedenen Etappenorte des Friedensmarsches gründlich vorbereitet und weiß seinen Freunden viel Interessantes zu berichten. Wenn ein Gras wächst, wo nah ein Haus steht und vom Schornstein steigt der Rauch, sollen Leute beieinander sitzen, vor sich Brot und Ruhe auch, und Ruhe auch. Das ist der einfache Frieden, den schätzen nicht gering. Es ist um den einfachen Frieden, seit Tausenden von Jahren ein beschwerlich Ding. Wo die Welt war, dort soll die Welt sein. Und die Erde mittendrin, dass ich selbst Tausenden von Jahren.